Video über ein seltenes, sehr schönes Auto, 2200 Views. Video über eine sehr coole American Ninja Warrior Tricking Parkourhalle, 2000 Views. Eine Live-Action Dragon Ball Szene, in der über 100 Stunden Arbeit stecken, nicht mal 2000 Views. Ein Video über Döner, 14.000 Views. Was lernen wir daraus? Es wird irgendwann mal dazu kommen, dass der Döner den Menschen ersetzen wird. Tja, willkommen bei YouTube. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und hallo aus Los Angeles. Heute gibt es ein Frage- und Antwort-Video, beziehungsweise nur ein Antwort-Video, denn die Fragen habt ihr alle schon gestellt. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die vielen sehr guten Fragen. Ich habe einige davon ausgesucht, die ich heute in diesem Video beantworten werde. Auch vielen Dank für die lieben Kommentare, wie immer von euch netten, feinen Leuten da draußen. Und ich werde jetzt hier für ein paar Sekunden alle Fragen einblenden, die ich heute in diesem Video beantworten werde, sodass ihr die Chance habt, sie durchzulesen, und wenn dabei keine Frage ist, die euch auch nur im wenigsten interessiert, könnt ihr dieses Video dann einfach ausschalten, denn hier soll niemand seine Zeit verschwenden und das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger, denn teilweise waren eure Fragen wirklich gut, sodass die Antwort darauf ein bisschen ausführlicher wird, weil es ja ein interessantes Thema ist, denke ich. Und die Fragen gestellt haben, denken das wahrscheinlich auch. Wie auch immer, ihr habt jetzt die Chance. Ich hoffe, ich habe nichts zwischen den Zähnen. Schön, dass du noch dabei bist. Kennt ihr die Leute? Diese Motivations-Speaker auf Instagram oder auf Social Media? Wenn auch du wissen möchtest, wie du mehr Selbstbewusstsein haben kannst, damit du mehr Erfolg in diesem Leben hast, kauf jetzt mein Online-Programm. Ja, kann ich gar nicht ab, diese Duzer. Ich bevorzuge immer ein Ihr. Aber andere Leute denken vielleicht anders. Machen wir uns doch direkt an die Fragen. Ich werde erstmal mit ein paar normalen, einfachen Fragen anfangen. Und wie ihr gesehen habt, geht es dann in das Eingemachte später. Fangen wir mit einer sehr einfachen Frage an von Sobda. Bist du eher der Berg- oder Meertyp? Vielleicht sollte ich die so lesen, wie das Profilbild aussieht. Okay, das ist ein Koala. Bist du eher der Berg- oder Meertyp? Also, wanderst du oder schwimmst du lieber? Bergtyp. Ich liebe es zu wandern, ich liebe es in den Bergen zu sein, vor allem wenn noch ein schöner Wald nebendran ist und ein schöner See. Das ist eine absolute Lieblingsnatur. Das muss allerdings nicht heißen, dass ich Seen nicht auch gerne sehe. Allerdings kann ich diese Touristenstrände mit Menschenmassen überhaupt nicht leiden. Und ich bin auch kein großer Fan davon, am Strand zu liegen. Wenn ich 5 Minuten lang am Strand liege, fange ich schon an, mich absolut zu langweilen und will irgendwas anderes machen. Deswegen bevorzuge ich da eher so schöne, abgelegene, einsame Strände, vielleicht mit ein bisschen Felsen und so weiter. Pierre P. Wie ist die Luft in Norddeutschland gegen L.A.? Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, ist das Erste, was ich mache und das Letzte, was ich mache, einen tiefen Atemzug zu nehmen. War das jetzt korrektes Deutsch? Man weiß es nicht. In L.A. ist die Luft sehr viel schlechter, sehr viel mehr Smog. In einem schönen norddeutschen Wald ist die Luft um einiges angenehmer. Hast du eine Freundin oder generell schon mal eine Freundin in den Staaten gehabt, Janine? Wie lange ist deine letzte Beziehung her? Aoki aus One Piece, direkt vom Piratenschiff in meine Kommentare. Das werde ich jetzt nicht allzu detailliert beantworten, denn solche persönlichen Sachen lasse ich normalerweise lieber raus, wenn es um Social Media geht. Aber ich kann schon mal so sagen, ja, ich hatte schon mal eine feste, längere Beziehung mit einer 100%igen Amerikanerin. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Video darüber, ohne jetzt in meine Geschichte reinzugehen. Es ist einfach sehr interessant, würde ich sagen, dass Amerikaner ticken ein bisschen anders als Deutsche, finde ich, in meiner Erfahrung, wenn es um Beziehungen geht.
Und den Unterschied kann ich ja vielleicht mal irgendwo einbauen. Diese feste Beziehung, also meine letzte feste Beziehung, ist ein bisschen über ein Jahr her. Und ja, so bin ich auch momentan recht zufrieden. Ich bin nicht so wirklich die Person, die jetzt rausgeht und auf Zwang oder auf Krampf irgendwie eine Freundin finden muss. Also, wenn es sich ergibt, ergibt es sich. Aber man muss nichts erzwingen. Das ist meine Einstellung. Momentan passt es einfach so am besten, denn ich bin auch der Meinung, dass wenn man eine feste Beziehung hat, muss man diese Beziehung pflegen, da muss man Arbeit rein investieren, finde ich. Und dazu habe ich absolut keine Energie momentan, denn ich habe sehr viele andere Probleme in meinem Leben, Karriere, dies und das, was momentan einfach wichtiger ist. Araminese Scherenmeister. Bestes YouTube-Profil überhaupt, wer auch immer du da draußen bist. Auch die Kommentare von dir sind immer erste Sahne, oder sollte ich lieber Soße sagen? Welche Soße magst du am liebsten? Das kann ich ganz einfach beantworten. Aber dazu muss ich mir kurz die Haare wieder länger wachsen lassen und in meine Küche gehen. Das ist die magische Kombination von Soßen. Weber Sweet and Thick Original Barbecue Sauce mit Smart Balance Mayonnaise. Genial. Mayonnaise wird nämlich hier immer mit Sojabohnenöl gemacht, und Sojabohnenöl bin ich allergisch gegen. Das ist die einzige Mayonnaise, die mit Rapsöl gemacht wird. In Deutschland, habe ich gerade geguckt, wird Mayonnaise nicht mit Sojabohnenöl gemacht. Tja, warum? Sojabohnenöl ist günstig und schlechte Qualität, und da ist die USA besonders gut drin. So sieht es aus. Beste Soßenkombination ever. Nächste Frage. Wieder von Sobda. Ich habe ganz vergessen, die Fragen vorzulesen, wie wenn die Profilbilder sprechen würden. Also, fühlt sich die kurze Zeit in Deutschland eigentlich eher wie Urlaub oder wie Heimkommen an? Die Antwort darauf können vielleicht nur die Leute verstehen, die schon mal längere Zeit im Ausland gelebt haben. Immer wenn ich nach Deutschland komme, könnte man mir erzählen, ja, die letzten 4 Jahre in Los Angeles, das war alles nur geträumt, ist gar nicht passiert. Und ich würde sagen, ja, glaube ich euch. Immer wenn ich wieder in Los Angeles bin, könnte man mir fast sagen, ja, dein Leben in Deutschland, das ist alles gar nicht so passiert. Natürlich ist mein Leben in Deutschland immer bei mir, meine Heimat, was auch die Frage beantwortet, mehr oder weniger. Aber es ist wirklich, als wäre man in zwei verschiedenen Welten. Um es so auszudrücken, wie die Frage gestellt ist, es fühlt sich eher an wie Heimkommen. Es ist zwar schon ein Urlaub von Los Angeles quasi, aber es ist nicht wirklich Urlaub. Das heißt, ich fliege nicht nach Mallorca und lege mich da 7 Tage am Strand. Nein, es hat immer einen Grund. Ich besuche meine Familie, Freunde, gehe zu verschiedenen Ärzten und so weiter und so fort. Da steckt immer ein Grund dahinter. Es ist immer wie Heimkommen. Und die nächste Frage von einem weiteren sehr tollen Zuschauer und einem weiteren One Piece Charakter. Siehst du deine Zukunft in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland? Das ist sehr schwer zu beantworten, denn als Schauspieler bzw. als Künstler weiß man nie, wo die Zukunft so genau hinführen wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Serie bekommen würde in Deutschland, die gut ist, ein cooler Charakter und so weiter, was sehr ausgeschlossen ist, das passiert nicht einfach so mal eben, denn ich habe überhaupt keinen Kontakt zur deutschen Filmindustrie. Aber rein hypothetisch, wenn das passieren würde, würde ich sagen, klar, ich komme zurück nach Deutschland. Das Leben dort ist sehr viel einfacher als hier in den USA, und trotzdem kann ich das machen, was ich machen will. Alles klar, dann bin ich erstmal wieder in Deutschland. Dann kann es sein, dass ich wieder hierher komme. Man weiß es nie. Man weiß nie, was so das nächste oder die nächsten Jahre bringen werden. Idealerweise, wenn man es sich leisten kann, würde ich sagen, in den USA und in Deutschland. Das wäre natürlich klasse. Welchen Marvel-Superhelden würdest du gerne spielen? Ich kenne natürlich nicht alle Marvel-Superhelden. Ich lese schon länger keine DC- oder Marvel-Comics mehr, sondern bin, wenn ich irgendwas mit Comics zu tun habe, eher nur im Anime unterwegs, wo wir da gerade bei sind. Ich war letzte Woche auf der Boku no Hero, My Hero Academia Film-Weltpremiere. Das war super geil, der Film ist super cool. Falls ihr die Serie guckt, solltet ihr euch den Film angucken. Und falls ihr die Serie guckt, einmal Plus Ultra in die Kommentare bitte. Von den Superhelden, die ich kenne, sind meine Lieblingssuperhelden beides X-Men, und zwar einmal Wolverine. Finde ich einfach ein super cooler Charakter, nicht nur wegen seiner Fähigkeiten und so weiter, sondern auch wegen der sehr emotionalen Hintergrundgeschichte hinter dem Charakter. Zusätzlich Nightcrawler, aka Kurt Wagner.
So, und jetzt geht es ans Eingemachte. Aber bevor ich zu dem Hauptblock an Fragen komme, möchte ich noch eine Frage von Cinemod621, ein treuer Zuschauer, dazwischen schieben. Wie groß ist der Einfluss von Abonnentenzahlen? Würde es karrieretechnisch Sinn machen, da Zeit zu investieren? Der Einfluss von Social Media, YouTube etc. im Entertainment-Business, ob man jetzt Schauspieler oder Sänger oder Musiker ist, ist extrem groß. Das seht ihr daran, dass ihr manchmal in Serien oder Filmen mittlerweile irgendwelche Social Media Stars seht, die eigentlich gar keine Schauspieler sind. Was nicht immer gut ist. Manchmal sind aber auch ganz gute Leute dabei. Wobei ich sagen muss, dass ich die Social Media Persönlichkeiten meistens nicht erkenne, denn das ist nicht so wirklich mein Interessengebiet. Aber daran seht ihr, dass Social Media einfach wichtig ist, denn es geht im Filmgeschäft wie auch in jedem Geschäft um Geld. Und wenn jemand durch seine Follower 10 Millionen extra Zuschauer in einen Kinosaal bringen kann, dann wird der natürlich gerne genommen, auch wenn es gar nicht die richtige Person ist vom Look oder vom Talent. Deswegen sollte die Antwort zu der Frage, ob es karrieretechnisch Sinn macht, da Zeit rein zu investieren, eigentlich klar sein. Aber in meinem Fall ist sie nicht unbedingt klar. Also, es ist schon klar, es ist ein großes Ja. Aber was jetzt meinen YouTube-Channel zum Beispiel betrifft, das Ding ist, ich bin hier in den USA, mein YouTube-Channel ist aber auf Deutsch. Das heißt, ich kann auch 200, 300.000 Abonnenten haben. Das wird hier die Leute eher wenig interessieren. Was natürlich gut wäre, ist, wenn ich jetzt so viele Abonnenten hätte, könnte ich mir dadurch quasi mein Leben finanzieren hier. Also ich würde mal sagen, ab 200.000 Subscribern, wenn man regelmäßig Content macht. Allerdings kommt damit auch eine größere Verantwortung und ein größeres Zeitinvestment, das man dann nicht unbedingt in die Schauspielkarriere geben kann. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man einen großen YouTube-Channel hat, kann man eventuell davon leben. Man kann seinen eigenen Content machen. Man hat quasi seine eigene Fernsehstation, in der man machen kann, was man will. Das ist, wenn es funktioniert, der Traum eines jeden Schauspielers und sehr erstrebenswert. Das Negative allerdings daran, es kommt auch eine sehr viel größere Verantwortung damit. Wenn ich jetzt 200, 300.000 Subscriber habe, dann warten diese Leute alle dauernd auf ein neues Video. Das heißt, man muss abliefern, immer wieder daran arbeiten. Das ist nicht allzu einfach. Man muss wirklich seinen eigenen Fernsehsender planen. Man kann nicht, wie ich das manchmal mache, einfach mal eben 2-3 Wochen Auszeit nehmen von Social Media, weil man gerade anderes im Leben hat. Wenn das das Haupteinkommen ist, dann heißt das, dass man in diesem Zeitraum kein Geld verdient. Das heißt, man muss immer wieder da dranbleiben. Ein Haufen Arbeit. Vor allem, wenn man alles selber macht, wie manche YouTuber tatsächlich machen. Außerdem muss ich sagen, was diesen Channel hier betrifft, auf dem wir gerade sind, mag ich es eigentlich sehr gerne, wie es gerade ist. Und das ist mir gerade aufgefallen, als ich mein letztes Video hochgeladen habe, das irgendwie 15.000, 16.000 Views hat jetzt. Man sieht sofort, je mehr Views man hat, desto mehr Abschaum und unterbelichtete, unintelligente Menschen tümmeln sich in den Kommentaren. Klassisches Internetgelaber hat man dann in seinen Kommentaren. So wie ich es jetzt gerade habe, geht es normalerweise in meinen Videos, wenn ich 2.000 bis 5.000 Views habe und ihr alle dabei seid, also von meinen Stammzuschauern, dann ist es hauptsächlich positiv. Dann ist da 1, 2, 3 Daumen runter, die Leute sind alle nett. Und das bringt einfach eine gute Positivität ins Leben. Vor allem in einem Geschäft, in einer Karriere, in der viel Negatives ist. Dauernd wird einem ein Nein in den Weg gesetzt. Hier ist ein Hindernis, da ein Hindernis, Geldprobleme, was auch immer. Das ist schön, diese positive Community zu haben. Und da sage ich, ich habe lieber 15.000 nette Leute als 150.000, wo dann die Hälfte sehr komisch drauf ist. Und so oder so, ob das jetzt 5.000 Views sind oder 15.000, Geld macht man damit sowieso nicht. Was ich allerdings sagen muss, wenn ich jetzt einen neuen Channel mache, in dem ich englischen Content habe und wo ich nur Kurzfilme oder eigene fiktionale Projekte hochladen werde, dann werde ich natürlich gezielt daran arbeiten, dass dieser Channel größer wird. Denn dann wird das meine Karriere direkt betreffen. Mein Channel jetzt gerade größer zu machen, wäre ein Haufen Arbeit und ich müsste Videos machen, die ich nicht machen will. Denn mit Vlogs bekommt man nicht unbedingt sehr viel mehr Subscriber. Das ist normalerweise kein Clickbait-Material. Mehr Subscriber bekommt man, wenn man auf Krampf irgendwie mit anderen Influencern den ganzen Tag versucht, irgendwie zu kollaborieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Oder wenn man Videos über andere, größere YouTuber macht.
wenn ich jetzt ein Video über Uwe mache oder wenn ich ein Video über, ich kenne nicht wirklich andere deutsche YouTuber, wenn ich über den irgendein Video mache, irgendein Reaktionsvideo, dieser ganze Standard-YouTube-Kram, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen wird dieser Channel wahrscheinlich, wenn dann, nur ganz, 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 ganz langsam wachsen. Wow, ich habe keinen Timer oder so, aber wir sind mindestens schon bei irgendwie 10, 15 Minuten gerade. Und jetzt kommt erst der größte Block von Antworten. DJ, spiel mal ein paar schöne Tunes. Dankeschön. Diese Fragen kommen von Slago, Okidoki, Sevi12, PRP und Nikoman531. Auch nochmal danke an euch, Lieben, für diese schönen Fragen. Unregelmäßiges Einkommen. Wie kommt man damit zurecht? Vor allem in den USA, wo alles teurer ist und das Leben ein bisschen schwerer sein kann. Bist du so, wie es ist, glücklich? Oder denkst du dir manchmal, warum tust du dir das überhaupt an? Habe ich mir für das Ganze ein Zeitlimit gesetzt? Wie lange bin ich gewillt, weiterzukämpfen? Was machen die Schauspielkünste allgemein? Sind schon Kontakte geknüpft in Los Angeles? Wie ist es in Deutschland als Schauspieler? Hat man da überhaupt Chancen, in das Business einzusteigen? Diese Unregelmäßigkeit, die Unbeständigkeit, die Angst, nicht zu wissen, ob man in der nächsten Woche oder im nächsten Monat überhaupt Geld verdient. Dieses Hoch und Runter, dieses unregelmäßige Einkommen ist auf jeden Fall sehr belastend. Wie geht man damit um? Sobald man auf einem Stand ist, dass ein paar Kontakte geknüpft sind, wie es bei mir mittlerweile ist, muss man einfach darauf vertrauen und vielleicht ein bisschen naiv an die Sache rangehen, dass immer wieder Jobs reinkommen. Es kann halt sein, dass man einen Job bekommt und eine Stunde Arbeit den ganzen Monat bezahlen werden. Es kann auch sein, dass man mal 70 Stunden die Woche arbeitet und man eventuell nur $100 daran verdient. Außerdem ist es extrem wichtig, Geld zu sparen, sodass man immer einen Puffer auf der Bank hat. Jetzt zum Beispiel durch meine Werbung habe ich leider nicht so viel verdient wie erhofft, aber schon gut dran verdient. Das muss man so lange wie möglich irgendwie auf seinem Bankkonto behalten, sodass man immer diesen Sicherheitspuffer im Kopf hat. Wenn jetzt auch irgendwas Schlechtes passiert, wie ein Autounfall, wo man erstmal Unmengen an Geld vorstrecken muss, damit einen das nicht in die Knie zwingt. Im Regelfall ist es natürlich auch gut, irgendwie einen festen Nebenjob zu haben, aber leider habe ich zwar Nebenjobs, aber keinen festen, denn ich darf einfach auf meinem Visum momentan immer noch nicht jetzt als Kellner oder als Fahrer oder sonst was arbeiten, denn das muss irgendwie mit der Entertainment-Industrie zu tun haben, das, was ich mache. Und die gibt es einfach normalerweise nicht regelmäßig in einem Filmstudio oder sonst was. Das beantwortet vielleicht auch schon, ob ich mir manchmal denke, warum tust du dir das alles an? Natürlich denkt man das manchmal. Manchmal wache ich morgens auf, so wie es bei vielen ist, gerade bei selbstständigen Leuten wahrscheinlich oder Künstlern, und denke mir, ah, am liebsten würde ich einfach nur im Bett bleiben. Oder sowas hat vielleicht jeder mal. Bin ich immer glücklich damit? Nein. Bin ich größtenteils glücklich, so wie es gerade ist? Ja. Und das ist das Wichtigste. Und dieses Ganze von einem Job zum nächsten, Hustlen, wie man es hier nennt, macht auch irgendwo Spaß, zumindest für mich. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber vielleicht liegt es daran, dass ich viele Rollenspiele online gespielt habe früher, World of Warcraft zum Beispiel, denn es ist wirklich so, wie es in diesen Spielen ist. Man geht von einem Quest zum nächsten, manchmal schafft man ein bestimmtes Quest einfach nicht und muss es immer wieder probieren, bis man es schafft, dann bekommt man mehr Erfahrungspunkte, man kommt in einen besseren Clan rein, kommt dadurch in bessere Dungeons und am Ende steigt man ein Level auf zum nächsten Level, bis zum nächsten Level. Ja, die Analogie passt tatsächlich. Die Frage ist, habe ich mir da ein Zeitlimit gesetzt? Die Frage ist natürlich, Zeitlimit für was? Um jetzt der größte Hollywood-Star überhaupt zu sein? Oder um mit Schauspiel so viel Geld zu machen, dass ich keine Sorgen um irgendwas habe? Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der erstrebenswert ist. Dass man einfach Sicherheit hat und trotzdem das machen kann, was man liebt. Und dafür habe ich kein Zeitlimit und bin immer gewillt, dafür weiterzukämpfen. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass das die einzige Einstellung sein darf. Man darf sich nicht stressen. Es dauert eben eventuell mehrere Jahre. Ich nehme mal Falk Henschel, den Freund von mir, den einige von euch vielleicht kennen aus Videos und aus Funk und Fernsehen, als Beispiel. Das hat über 10 Jahre gedauert, bis er seinen wirklichen Durchbruch in Hollywood hatte. Man wird nicht einfach mal auf der Straße entdeckt. Sowas gibt es gar nicht. Das heißt, es ist ein langer, steiniger Weg,
mit hohen Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen. Und das kann eventuell 5 Jahre dauern, 10 Jahre, bis man an einem guten Punkt ist. Und dann dauert es eben so lange. Ich bin gewillt, dieses Risiko und diese teilweise ja sehr schlechten Zeiten, die ich auch in den letzten 2 Jahren hatte, einzugehen. Einfach aus dem einzigen Grund, weil das Einzige ist, was ich machen will. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Wenn ich mir das vorstellen könnte, oder wenn jemand, der es versucht als Schauspieler, als Musiker, Sänger, was auch immer, noch irgendwie einen Plan B im Kopf hat und zu sagen, oh ja, das macht eigentlich auch Spaß und das ist eher ein sicherer Job, dann macht das. Dann tut euch das nicht an. Wenn nicht, dann bleibt dabei 100% mit 100% Hingabe, bis ihr es schafft. Ganz einfach. Habe ich einen Plan B? Nein. Wenn man Plan B hat, dann ist man nicht mit 100% beim Plan A. Und wenn man nicht mit 100% dabei ist, dann wird es einfach nichts. So ist meine Einstellung. Das soll jetzt kein Ratschlag für irgendjemanden sein. Ich bin der Meinung, Ratschläge sind auch nur Schläge. Das ist ganz einfach meine Einstellung und niemand soll dazu gezwungen sein, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Was machen meine Schauspielkünste? Habe ich schon Kontakte in Los Angeles geknüpft? Heute ist tatsächlich mein 4-jähriges Jubiläum in Los Angeles. Heute, vor genau 4 Jahren, ist mein Flieger hier in L.A. gelandet. Die ersten 2,5 Jahre habe ich einfach nur studiert. Ich habe hier Schauspiel studiert, ich konnte nicht arbeiten, nicht offiziell. Das heißt, ich konnte meine Karriere gar nicht wirklich beginnen. Dann habe ich ein Arbeitsvisum bekommen, quasi vor 2 Jahren, das sehr, sehr, sehr viele Einschränkungen hat. Und man konnte noch nicht so wirklich damit durchstarten. Aber es hat schon geklappt, dass ich meinen ersten großen Schauspieljob hier in Los Angeles hatte und das war Call of Duty. Und so hat es langsam angefangen, dass ich mir tatsächlich jetzt gute Kontakte geknüpft habe. Das soll natürlich aber nichts heißen. Man kriegt nicht einfach irgendwas du kannst auch der Freund von Brad Pitt sein, aber es heißt nicht, dass man plötzlich Erfolg hat. Das sind alles Beziehungen, die über die Jahre gepflegt werden muss. Man muss zu allen Castings, die man hat, hingehen, sodass man sein Gesicht immer wieder zeigt, sodass man irgendwann immer in dem Hinterkopf von den Leuten ist, die einen eventuell auch einstellen. Wie gesagt, meine Karriere hier in den USA ist im Prinzip erst 2 Jahre alt und eventuell kann man auch sagen erst 1 Jahr, weil ich habe jetzt seit 1 Jahr, nicht mal, also seit Dezember, mein gutes Arbeitsvisum. Und seitdem haben schon viele gute Dinge geklappt. Die große Werbung, die ich dieses Jahr hatte, 2 Independent-Spielfilme, die jetzt keine großen Hits werden oder sonst was, aber eventuell an Filmfestivals gezeigt werden, was dann auch wieder das Gesicht in die Welt bringt, sodass Leute auf einen aufmerksam werden. Ich habe jetzt einen anderen Kurzfilm, hatte ich auch früher dieses Jahr gemacht, wo ich leider meine große Rolle abgeben musste, weil ansonsten hätte die Werbung nicht geklappt. Das war die ganze Geschichte, falls ihr euch noch daran erinnert. Aber ich habe immer noch eine ganz gute Rolle drin, eine gute Szene und der Film ist jetzt bei über 280 Filmfestivals auf der ganzen Welt angemeldet. Und schon bei 15, habe ich gerade gelesen vom Regisseur, 15 Festivals wird er gezeigt werden. Und das Ziel sind die Kurzfilm-Oscars. Ob das klappt, weiß man nicht. Aber das ist auch wieder ein guter Weg. Das heißt, es geht immer weiter nach vorne, auch wenn es ganz langsam ist. Und das, finde ich, ist wichtig. Man muss irgendwie sehen, dass es jedes Jahr immer ein bisschen weiter nach vorne geht. Ich habe jetzt dieses Jahr, und das Jahr ist ja noch nicht vorbei, auch schon das mehr als das Doppelte als letztes Jahr verdient. Durch Schauspiel und so weiter. Das heißt, es geht nach vorne und ich hoffe, dass es weiter nach vorne geht. Ob es so rasant wie jetzt dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr weitergeht, weiß man nicht, kann niemand sagen. Aber ich hoffe, es geht weiter. Und es heißt ja auch immer, ach, in Hollywood Erfolg haben und davon zu leben, ist ja utopisch. Aber ich muss sagen, um dann noch die letzte Frage zu beantworten, es ist um einiges einfacher als in Deutschland. In Deutschland gibt es viel weniger Möglichkeiten. Nicht mal ein Prozent der Möglichkeiten wie hier. Auch wenn die Konkurrenz groß ist, gibt es einfach auch sehr viel mehr Möglichkeiten. Und es werden immer die gleichen Gesichter recycelt. Das kennt ihr aus dem deutschen Fernsehen. Man sieht immer wieder die gleichen Leute. Und in diesen kleinen, engen Kreis reinzukommen, ist extrem schwer. Da kann man an der Ernst Busch studiert haben oder sonst was. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer in Deutschland. Außer man möchte nur Theater machen. Theater gibt es sehr viele Möglichkeiten in Deutschland. Aber das ist nicht mein Ziel. Okay, Leute, genug gelabert. Wenn ihr bis hierher geguckt habt, heißt das ja, dass euch das interessiert hat. Das heißt, wenn ihr bis hierher geguckt habt, einmal Hashtag
durchgehalten in die Kommentare. Wenn euch irgendeine dieser Fragen selber angesprochen habt, ich lese mir immer eure Kommentare durch. Und wenn ihr irgendeine Frage beantworten wollt oder was ihr so von dem Ganzen haltet, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr nur Negatives zu sagen habt, dann kann es sein, dass ihr von diesem YouTube-Channel gebannt werdet. Weil ich auf so eine Negativität, wie ich es teilweise auf anderen Channels sehe, wo ich mir denke, wenn ich das bei Uwe sehe, was da für Leute für Kommentare schreiben, die keine Ahnung, die ihn persönlich nicht kennen, die einfach keine Ahnung von diesen Menschen haben. Sowas will ich bei mir auf diesem Channel nicht. Vielleicht auf meinem anderen Channel, der dann irgendwann kommt, lasse ich es zu. Aber hier soll Negativität keinen Platz haben. Davon gibt es schon zu viel in dieser Welt. Und die Leute sollen einfach mal anfangen, freundlicher zueinander zu sein. Es ist alles nicht so schwer, Kritik auszuüben, wenn sie angebracht ist. Kritik ist gut, aber Negatives in die Welt zu bringen, einfach nur mit dem Ziel, Negatives in die Welt zu bringen, ist einfach nur sinnlos. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Im nächsten Video geht es dann normal mit dem Vlog weiter. Haut rein, habt eine schöne Woche. Peace. Ach ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da und natürlich, wie immer, vielen Dank an meine Patreonen von Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung.